So, hallo nochmal. Ich bin wieder zu Hause und ich bin halt gestern noch ein Stück gelaufen zum Auto, hat halt auch nochmal gedauert. Und dann bin ich nach Hause gefahren, da war ich erst abends zu Hause. Ich musste auch nochmal 180 Kilometer durch nach Hause fahren und da hatte ich keinen Bock mehr, den Rucksack auszupacken und deswegen mache ich das jetzt einen Tag später. Heute ist Montag und ja, ich merke es auch schon ganz gut, dass ich länger nichts mehr gemacht habe. Also die Beine, der Hintern schmerzen etwas und im Schulterbereich drückt es doch ganz schön. Naja, auf jeden Fall wollte ich jetzt mal meinen Rucksack noch auspacken und da dachte ich mir, vielleicht möchte der ein oder andere wissen, was ich so mit hatte. So als Anregung oder als kleine Idee, was man so mitnehmen könnte oder auch nicht mitnehmen muss, weil ich habe definitiv auch Sachen mitgehabt, die ich überhaupt nicht gebraucht habe, beziehungsweise unnötiges Gewicht mit mir rumgeschleppt. Aber sowas passiert halt. Man lernt aus Fehlern. So, als Rucksack habe ich einen Cyclops 2 gehabt, der ist ja sehr bekannt. In der Outdoor-Szene, um es mal so zu sagen. Ich fange jetzt am besten mal oben an. In der Kopftasche. Immer alles raus, was ich habe. GPS-Gerät. Eigentlich völlig unnötig, weil die Wanderwege natürlich im Teutoburger Wald ausgezeichnet sind. Ich wollte aber trotzdem mir mal so die Gegend angucken, weil ich bin gerne, der läuft auch mal ein bisschen vom Wanderweg weg und läuft einfach mal ein bisschen Querfeld ein oder irgendwelche kleineren Trampelpfade ab, um sich mal umzuschauen. Und da habe ich dann hier sowas ganz gerne dabei, um mir auch ein bisschen besser die Umgebung anzugucken, beziehungsweise auch noch Entfernungen anzugucken. Ist manchmal ganz interessant, aber es hat halt ein ganz gutes Gewicht. So, weiter. Was haben wir noch drin? Handschuhe habe ich nicht gebraucht. Die hatte ich eigentlich fürs Messer mitgenommen. Beziehungsweise, falls ich irgendwo für meine Notdurft ein Loch ausheben will, habe ich hier mitgenommen. Dazu kam es nicht. Ich bin immer zum Glück, oder ich hatte den Luxus, Toiletten anlaufen zu können. Ja, Kopflampe habe ich auch nur bedingt gebraucht, um die Hängematte abends aufzubauen, beziehungsweise als ich dann noch abends oder fast nachts noch gekocht habe, habe ich die auch mal kurz gebraucht, aber ansonsten nicht. Es wäre auch zur Not mit dem Handy gegangen. Also mehr oder weniger auch unnötig. Ja, den Müllbeutel seht ihr ja, der ist noch schön zusammen. Auch unnötig gewesen. Ich habe den Müll immer in irgendwelche Mülleimer geschmissen, die dort vor Ort waren. Das Stück Schnur hier ist von meiner NATO-Rolle, die ich zusammengebunden hatte. Zur NATO-Rolle kommen wir dann noch gleich. Die andere Schnur von der NATO-Rolle. Sojawasserfilter habe ich auch nicht gebraucht. Ich habe am Wasserhähnen habe ich mir mein Wasser wieder aufgefüllt, zum Beispiel wie eben erwähnt, irgendwo auf der Toilette oder so. Aber gut, das schlägt jetzt nicht so ins Gewicht, genau wie die Handschuhe. Das ist eher noch leicht. So. Sonnenspray. Das hat auch so eine Sache. Der eine oder andere wird jetzt natürlich sagen, ja, hier hättest du mal eine Tube mitgenommen. Ist auf jeden Fall leichter. Aber ich habe halt die Dose mitgenommen. Das kann man halt immer schön einfach mal schnell sprühen. Oder in den Nacken rein und so. Und dann wird das schön verteilt. Wenn man mit dem Sonnenmilch mit dem Rumgeschmiere, da hat man das auch überall immer in den Pfoten. Und ja, das ist für mich halt die praktikablere Lösung. So, Mütze. Habe ich auch ab und zu aufgehabt, damit ich mir nicht so die Nase verbrenne. Habe ich immer ein bisschen weiter reingezogen. Und laufe dann da auch mehr so in die Kategorie unnötig. Oder machen wir mal zwei Haufen. Nötig und unnötig. Oder gebraucht und nicht gebraucht. Das GPS-Gerät lege ich mir so in die Mitte. Oder darüber. Wenn man gerade auf dem Wanderweg läuft, braucht man sowas nicht. Manchmal kennt man auch die grobe Richtung, aber dann läuft man sich trotzdem noch irgendwie in Wolf oder rennt in die falsche Richtung. Deswegen ist dann ein GPS-Gerät eigentlich ein schöner Luxus, um nochmal nachzugucken. Kameraausrüstung. Kamera ist jetzt natürlich nicht da drin. Ich filme ja gerade damit, die habe ich jetzt gerade rausgeholt. Lege ich mal hier rüber.
Fotos und Videos machen. Auch eine kleine Jacke. Definitiv nötig. Für abends. Meine Trinkblase. Ist noch was drin. Habe ich auch, ja, erachte ich auch für nötig, weil es halt sehr praktisch ist, während des Gehens zu trinken. Auch nicht immer die Flasche rauszufüllen. Dann, da ist ja mein ganzes Essen drin gewesen. Teilweise noch drin. In den Backeln sind noch ein paar übrig, nicht mehr so viel. Ich habe noch ein paar Stück in der Packung, die will ich gleich auch essen. Genau das gleiche mit den Nüssen, auch nicht mehr viel drin. Kaffee, ein Teebeutel ist noch übrig. Zwei, drei Tücher, Erfrischungstücher von den Keksen sind auch noch zwei übrig. Das werde ich gleich auch essen. Genau wie die ich ja eigentlich nicht essen wollte oder anfangen wollte, aber ich habe dann doch ein bisschen mehr Hunger gehabt beim Frühstück. Die habe ich dann am Sonntag zum Frühstück auch noch verputzt, ziemlich viele. Ja, was ist denn noch drin? Der Spirituskocher, der selbstgemachte, den ich euch gezeigt habe. Taschentuch. Der andere Spirituskocher. Ja, noch eine Tomatenreissuppe. Ja, hier ist auch noch was. Der Deckel hier von dem Nieren. Der Göffel. Die zwei Wäscheklammern, die habe ich halt hier, um den Windschutz festzumachen oder festzuhalten. Sind auch ganz praktisch gewesen für dieses Track and Eat. Da macht man ja das heiße Wasser rein, rollt das dann zusammen und damit das dann schön zubleibt, damit die Hitze gut arbeiten kann, habe ich dann einfach die Wäscheklammer noch oben drauf gemacht. Die Track and Eat Beutel, muss ich jetzt sagen, da bin ich mit dem Göffel jetzt nicht so gut reingekommen. Ich habe dann mit dem Messer die in der Hälfte durchgeschnitten und dann kann man da schöner draus essen. Weil so, dieser Beutel ist ja doch relativ groß, ich glaube ja so, und dann muss man da mit dem Löffel immer so tief rein und ist halt nicht so schön. Ja, das war's. Natürlich ganz eindeutig gebraucht. Dann andere Wasserflasche. Ich habe halt deswegen eine zweite noch mitgenommen. Quasi als eiserne Reserve, falls die Trinkblase kaputt geht oder ausläuft oder so, weil sowas habe ich schon gehabt. Und zwar doch sehr warm, da habe ich doch lieber nochmal extra Wasser mit. Beziehungsweise ich habe das dann auch zum Kochen benutzt, weil hier habe ich ja das Elektrolytpulver reingetan. Und dann hat das Wasser natürlich einen komischen Nebengeschmack. Ja, drei Reihen für die Kamera. Habe ich natürlich auch gebraucht. Waschbeutel oder mein mobiles Waschbecken, ist noch ein bisschen feucht. Ja, Erste-Hilfe-Päckchen, in der G3-Tasche. Die G3-Taschen, da habe ich halt so mehrere Taschen und dann ist in der einen sind zum Beispiel Gewürze drin, in der anderen Tasche ist zum Beispiel Elektronik drin, Powerbank und USB-Kabel. Dann habe ich noch eine G3-Tasche, da ist, oh, hier krabbelt ein Viech. Ohrenkneifer. Na, komm her. Na, wieder nicht. Doch, glaube ich. Ja. Sieht man den Kollegen? Oh, jetzt scharf. Ja. Na, bring ich mal raus, ich komme gleich wieder. Besucher mitgebracht. Ein Besucher aus dem Teutoburger Wald, freiwillig mitgenommen. Naja, und auf jeden Fall in den G3-Taschen, da habe ich dann oben noch auch eine nur für Zundermaterial, also so für Feuermaterial,
wo dann, das sieht man, ja, wo dann auch ein Feuerstahl drin ist und Zunder und anderes Zeug, das sieht man auch in den anderen Videos. Erste Hilfe auf jeden Fall. Ein paar Sachen, die man halt braucht, wo man halt ziemlich viele Sachen mit abdecken kann. Ich kann auch nur noch mal ein Video machen zu den G3-Taschen. Vielleicht interessiert sie auch jemand oder auch nicht. Ich glaube, ich mache mal eins. Ja, auch natürlich nötig. Der Waschbeutel, genau. Waschbeutel auf jeden Fall nötig. Zahnbürste, Insektenzeug, nochmal ein bisschen Taschentücher und ja, die Seife. Übrigens biologisch abbaubare Seife natürlich. So eine Naturseife. Dann ganz wichtig, ja genau, die Hängematte. War auch nötig. Schlafsack. Und das ist nur Zufall. Farblich passend dazu meine Isomatte. Ich hätte auch bei den Temperaturen natürlich ganz locker auch ohne Isomatte in der Hängematte schlafen können, weil es ja warm war oder warm ist draußen. Habe ich halt nur für den Komfort mitgenommen, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Ja, kann sein, dass ihr gleich weg seid. Der Akku geht zum Neigesicht gerade. Dann meine NATO-Rolle. Offen, weil ich habe die Klamotten gewechselt. Ich habe mir frische Klamotten am Sonntag angezogen. Ja, nötig. Aber das Handtuch habe ich nicht gebraucht. Das Handtuch hätte ich weglassen können. Weil ich mir mit dem Dreiecktuch dann das Gesicht abgewischt habe oder mich gewaschen habe. Ja, Tarp habe ich auch nicht gebraucht. Das habe ich halt deswegen mitgenommen, falls ich keine Möglichkeit finde oder keine richtige Möglichkeit finde, um die Hängematte aufzuheben, dann hätte ich halt auf dem Boden geschlafen. Aber ich habe es wirklich nicht gebraucht. Beziehungsweise ich hätte es auch noch über der Hängematte abspannen können wegen Astschlag oder so, aber die Bäume sahen ganz gut aus. Und Regen war auch nicht angesagt. Von daher war es auch nicht nötig. Die Seile hier habe ich auch nochmal zusätzlich für die Hängematte mitgenommen. Habe ich auch nicht gebraucht. Auch unnötig. Noch ein Seil. Ein kleines habe ich zusätzlich mitgenommen, um das Moskitonetz, das an der Hängematte dran ist, auch nochmal abzuspannen, damit es vernünftig hängt. Habe ich auch nicht gebraucht. Noch mehr Seil. So, das war's. Rucksack ist leer. Oder? Ach, Quatsch. Ich hab ein Messer mitgehabt. Genau. Da ist es. Messer habe ich deswegen mitgenommen, als ich jetzt das Tarp abgespannt hätte und ich habe halt keine Heringe mitgehabt, dann hätte ich mir aus ein paar Stöcken hätte ich mir dann ein paar Heringe gemacht. Und die in den Boden gesteckt. Habe ich auch nicht gebraucht. Außer jetzt natürlich, um den Beutel zu halbieren beim Essen. Aber da hätte es natürlich auch ein winziges Taschenmesser getan. Also auch in die Kategorie unnötig oder nicht gebraucht. Ja, das war's. Der Rucksack ist leer. Ja, das war's. Und natürlich Klamotten. Klamotten einmal. Bundeswehr-T-Shirt, dann habe ich von 511 Tactical hier so eine kurze Hose mit ja, so einem Kunststoffverschluss. Ach, wie heißen die Dinger nochmal? Diese Clips hier. Ich sag mal Clipsgürtel. Ja, die habe ich angehabt, die Hose. Und diese Schuhe hier von Adidas Terex, ja, sind sehr leicht, kommt der Fuß gut drin atmen. Ich habe keine Druckstellen oder so in den Füßen gehabt. Die Füße haben auch nicht besonders geschwitzt. Optimal für die Temperaturen. Ja, und dann habe ich noch ein Dreiecktuch mitgehabt.
Aber wo das jetzt ist, das weiß der Geier. Ach, da ist es. Genau. Damit habe ich dann mich dann noch nach dem Waschen abgetrocknet und habe das dann noch am nächsten Tag so als hier Schweißband ein bisschen benutzt. Jo, das war's. Damit bin ich durch mit dem Krempel. Werde ich jetzt mal mein Zeug verstauen, wegräumen, beziehungsweise das ein oder andere noch auslüften oder in die Wäsche schmeißen. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag und einen atomfreien Abend. Servus.